Wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Ja, in dieser Mission da dürfen wir sehr viele Achterbahnen bauen. Nochmal zur Erinnerung, 5 Achterbahnen mit einer Begeisterung von über 7 und 3 Monate mit einem durchschnittlichen Einnahmen pro Gast von $18. Das sind beides Ziele, wo ich mir... Ich habe die leise Befürchtung, daran werde ich mir die Zähne ausbeißen, aber ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, würde ich sagen, wir machen erst einmal weiter und ja, bauen munter Achterbahn. Ob es was bringt, wenn wir die irgendwie so ineinander wurschteln? Das wäre natürlich geil, ne? Ich meine, wenn wir die jetzt zum Beispiel so miteinander verwursten könnten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das so hinhaut, ob jetzt wirklich nur das Geld das Einzige ist, was mir da im Wege steht, sage ich mal. Übrigens, da die Besucherzahlen so schön steigen, gehe ich mal wieder ein bisschen Eintrittspreis hoch, sagen wir auf 45. Ich muss ja irgendwie die Einnahmen erhöhen, damit ich A, diese Achterbahn bauen kann und B, damit ich natürlich auch in der Lage bin, das Missionsziel zu erfüllen. So. Warten wir mal, wir müssen es ja gleich zusammen haben. Ich glaube, der will nicht. Tja, liebe Leute, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, das ganze Ding woanders zu platzieren. Können wir das nicht hier irgendwie so ein bisschen nebeneinander? Ja, komm, machen wir es hier hin. Warum nicht? Steht sie mal wieder ein bisschen hoch, aber ist ja jetzt nicht das Problem. Wir sind ja durchaus in der Lage, ein paar Schrägen zu bauen. Und Gott sei Dank sind unsere Parkbesucher auch durchaus in der Lage, diese Schrägen zu meistern. Dann machen wir es anders. Wir bleiben erstmal kurz auf 0. Und gehen dann hier einfach gen Boden. 20. Und dann würde ich jetzt am liebsten hier unten drunter durch, aber... Moment, ich muss doch mal nur ansetzen. Wieso kann ich denn nicht an den Stelzen vorbei? Ich muss mich hier wirklich genau durchschlängeln. Okay, das finde ich doch ausnahmsweise mal für die, im Verhältnis zu sonstigen Sachen hier wirklich mehr als realistisch. Denn, klar, wenn man hier durch die Stelzen baut, dann geht die Attraktion vermutlich in die Binsen. Und das ist ja auch, wie gesagt, ja, realistisch einfach. So, die Besucher haben jede Menge Spaß bei mir. Das ist natürlich schön. Ich hoffe, das lassen sie auch in einem Geldregen niederhageln. Naja. Ob das noch so was wird, ich weiß ja nicht so recht. Wir sind einfach mal optimistisch, dass das Ganze klappen wird. Hier lassen wir erstmal den Testlauf für die rollende Lawine. Ich werde schon mal ein bisschen Deko hier platzieren. Wässer natürlich. Zack. Ja, es gibt hier noch nicht genug Wasser, deswegen muss auf jeden Fall ein Wasserturm her. Alles andere wäre eine Beleidigung. Oh, kriegen wir den Riesenbaum hier irgendwie hingefrickelt? Ich befürchte nicht. Oder? Moment. Ah, wie geil! Ja, der Baum, der stützt da oben die Konstruktion einfach ab. Wurde auch vom Statiker so abgenommen. Von daher, alles Taco, wie man so schön sagt. Na, wir schauen mal, wie hier der Wert ist. Oh, 4,2, Leute, echt jetzt? Mano! Ich senke mal den Preis auf $3, habe ich den hier auch schon gesenkt. Ja, ich werde ihn mal auf 3, ja, hier mal bis auf 2,50. Dann, ja, wir brauchen mehr Attraktionen. Mehr Achterbahn vor allem. So. Ich guck mal, dass ich jetzt hier auf dem Boden baue. Und nicht immer so furchtbar hoch. Ja, wobei, ich könnte es vielleicht ja hier so an die Seite. Das wäre sehr gut, wenn das klappen würde. Da brauche ich noch ein paar liquide Mittel, aber die sind ja durchaus auf dem Weg. Kann man ja optimistischerweise schon behaupten, ne? Schon. Mir fällt gerade ein, war nicht hier
eine Achterbahn relativ gut. War das die Zugquelle? Ich meine, ich hatte zumindest eine von den Holzachterbahnen konzipiert, die ein relativ gutes Ergebnis erzielt hatte. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, egal. Wisst ihr was? Komm, wir machen von vorne weiter. Also, was ist weiter? Wir fangen erstmal vorne an. Ja, einmal auf Null. Das Ganze ein bisschen tiefer bauen. Wir brauchen jetzt nicht so brutal viele Stelzen verwursten. Na, guck mal, hier geht's doch schon direkt. Zack. So, wir machen erstmal den Testlauf, um auf die Werte abzugucken. Währenddessen schließen wir natürlich schon sämtliche Wege an. Moment, ich mache erstmal den Ausgang, würde ich sagen. Kann ich mich mit dem Eingang nämlich im Zweifel daran orientieren. Oh, da kam eine Welle der Begeisterung. Hallo? Warteschlange? Hast Bock? Ah, so. Geht doch. Erstmal das Einrasten aktivieren, Menno. So, zack. Ich wundere mich schon, warum ich die ganze Zeit keine geraden Wege baue. Jetzt dürfte es spätestens jedem klar sein. So, und um ein paar willige Gäste hier hinzulocken, würde ich sagen, müssen wir wieder die guten alten Fressbuden herhalten. Na komm, machen wir doch mal direkt hier hinten eine. Zack. Na, Coke 5,8 ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ausgangswert. Ich denke mal, den kriegen wir dann noch einigermaßen hochgepusht. Hoffe ich zumindest. Soweit die Theorie. Jetzt erstmal natürlich ein paar Mampfbuden. Weil wir schon von klein auf wissen, ohne Mampf kein Kampf. Okay, also das mit den Besucherzahlen dürfte ich auf jeden Fall haben. Moment, ich habe mich überkommt gerade eine Erkenntnis. Ich meine 1200 Besucher, das ist weiß Gott nicht die Welt. Wir meinen, ich muss auf jeden Fall den Eintritt brutal erhöhen. Ist jetzt mal so meine Vermutung. Damit natürlich die Einnahmen pro Besucher steigen und ich gar nicht so furchtbar viele Besucher drin habe. Wir machen mal $70. Das schreckt vielleicht ein paar weitere Gäste ab, die mir die Statistik verhageln. Andererseits, ach, ich weiß nicht, es ist einfach wirklich total schwer, das hier so hinzukriegen, wie man sich das vorstellt, finde ich zumindest. Wenn ihr Tipps habt, wie man die Einnahmen pro Besucher steigern kann oder so, oder irgendwelche anderen Tipps, dann bitte haut sie raus. Ich brauche das. Nicht, dass ich so gar nichts gebacken kriege, aber ihr seht, ich habe doch durchaus Potenzial zur Verbesserung. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr euer Wissen mit mir teilt. Sturzachterbahn, die sieht doch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich werde einfach alles mit Achterbahn zuhageln. Und mit einem lächerlich niedrigen Eintritt. Hier erstmal ein bisschen Dekoration. Wieder Maya-Tempel. Überall passt Maya-Tempel hin. Natürlich Skull Island da unten. Ja, geht natürlich nicht so. Na ja, komm, machen wir es hier. Zack. Hallo? Hier irgendwo ging es doch gerade. Ah, da habe ich dich. Hier noch eine kleine Schatzinsel. Ah, wie schaut es jetzt aus? Ach, jetzt hast du gar keine Werte mehr, ne? Ist das nicht fantastisch? Oh, 6,8. Leute, das könnte was werden. Mit, Dings. Wenn wir noch ein bisschen Dekoration hier einfließen lassen. Das geht natürlich immer nur bedingt. Ich kann natürlich einfach mal hier hinten so einen Brunnen machen, der für beide gilt. Ja, ist nicht das Verkehrteste. Hallo, Werte? Oder wirst du jetzt erstmal neu berechnet? 7,2, jawohl, wir haben es geschafft, die erste. Das ist sehr gut. Ich sehe ein ganz kleines Licht am Ende des Tunnels. Aber wir wollen noch nicht den Tag vor dem Abend loben, deswegen da muss auf jeden Fall noch einiges kommen. Eine bodenlose Achterbahn, die sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Oh, der Krake. Die muss ich allein schon bauen, damit ich wie Sheldon Cooper sagen kann, befreit den Kraken. So, aber die machen wir wesentlich weiter unten. Zack. So. Die Schlange vom Kraken. Schlange vom Kraken klingt auch irgendwie geil, ne? So. Der Ausgang. Hallo, warum willst du nicht? Geht doch.
Erstmal natürlich der obligatorische Testlauf. Ich brauche aber definitiv mehr. Na, weg mit dir. Ich brauche definitiv mal mehr Mechaniker. Deswegen mache ich mal ein großes Mechanikergebäude direkt hier hinten hin. Und lass direkt erstmal 10 Mechaniker antanzen. Ich glaube, ich bräuchte auch mehr Reinigungskräfte, weil hier war, glaube ich, jeweils nur eine. Das ist viel zu wenig, glaube ich, bei der Parkgröße, die ich inzwischen habe. Es kommen immer noch viel zu viele Leute rein. Ich muss mal ein bisschen den Eintritt erhöhen. Machen wir mal, ja, komm, machen wir mal 80. Ja, so langsam kraxeln wir hoch, aber nur ganz langsam. Das ist leider schade. Noch überall, wo es gut läuft, ein bisschen höhere Eintrittspreise. Ja, 3,8, egal. Wir müssen jede Achterbahn nehmen. Oh, Moment. 5,8, da stand doch erst 3,8. Habt ihr das nicht auch gesehen? So, da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Wo ist noch eine lange Schlange? Hier können wir nochmal 25 Cent mehr nehmen. Ist leider so gar nichts los, aber ich möchte es auch ungern die Preise senken. Wobei andererseits, ein Dollar ist immer noch besser als kein Dollar. Hier, das ist sehr gut, dann machen wir direkt 2 Dollar. Und die Kinder wollen da raus, sonst fangen die an zu krängeln, genauso wie hier. Mal ein bisschen an der Preisschraube drehen. Der ist, glaube ich, wenn ich mir so die geringe Schlange angucke, ganz gut so aufgestellt, wie er ist. Hier geht aber noch was. Zack. Hier, den hatte ich schon, ich mache trotzdem noch mal ein bisschen mehr. Ich bin nämlich gierig. Ich will euer Gold. Ich will doch nur euer Bestes. Euer Geld. So. Ja, komm, hier machen wir dann mal einen spacigen Kragen draus. Moment, wir machen das mal so. Dann kriegt nämlich hier die Achterbahn direkt noch ein bisschen was vom köstlichen Bonus ab. Moment, kriege ich das noch hier hin? Jawohl. Ein Sonnensystem. Habt ihr hier noch eine Schnittmenge? Ja, da, sehr schön. Das gilt dann auch nochmal für beide. Ich will da natürlich mitnehmen, was geht bei beiden Achterbahnen. Und natürlich noch der Asteroidengürtel. Kriegen wir noch irgendwie hier reingeflochten? Nee, ne? Höchstens hier hinten? Ja, da kommt er hin. So, hier machen wir mal auch auf 3 Dollar. Ich glaube, dass ich hoffe, dass sich die Begeisterung ein bisschen positiv verändert. Und hier machen wir mal 1 Dollar eintreten. Wenn das die Begeisterung nicht steigert, was zum Teufel dann? Hier haben wir es immerhin auf 6 hochgepusht. Das finde ich gut. Vielleicht geht da ja doch noch was. Da steht es noch bei 5,8, aber er wird sich schon mit der Zeit geben. Ja, dass es im Markt dunkel ist, weiß ich. Ist mir auch gerade egal. Na, so ganz bin ich noch nicht zufrieden. Es muss auf jeden Fall noch was kommen. Sowohl bei den Achtermann, ja sicher, Hauptsache Gold habe ich sofort erreicht. Silber habe ich auch schon bald. Ja, wobei deswegen werde ich es nicht haben, befürchte ich. Aber wer weiß, vielleicht kommt hier noch irgendwie ein positiver Wink mit dem Zaunpfahl. Und ich habe irgendwie, küsst mich die Muse, so dass ich dann vielleicht doch noch eine grandiose Achterbahn entwerfe. Man weiß es nicht. Moment, kriegen wir dich? Erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich glaube 20 Meter, jawohl. Ach, komm schon. Ach komm, bauen wir dich hier hin. Machen wir als erstes den. Ja, machen wir als erstes mal einen Testlauf, damit wir an irgendwelche Werte kommen. Damit wir auch mal wissen, was da Phase ist. So an Begeisterung. Oh, das ist so eine Abschlussachterbahn. Ja, sehr geil. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, aber finde ich natürlich alles andere als negativ. Zack. Ja, das da unten ein Call of Duty-Gedöns eingeblendet. Tut mir leid, ich habe eigentlich gar nichts mit Call of Duty zu schaffen. Also ich habe ein paar Teile gespielt, aber ich weiß gerade gar nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, der aktuellste. Mit dem habe ich definitiv nichts zu schaffen. So, machen wir das mal so. Test ist bestanden. Oh, gar nicht mal so schlecht. Zack. Dann können wir doch hier schon noch irgendwas Kleines reinquetschen. Na, Moment. Ich hatte es doch gerade schon. Ich hatte es doch. Ich hatte es doch. Komm hin. Ja! Oh, das war jetzt genau falsch rum. Mist. Moment.
Weil. Ja, komm, machen wir so. Wir brauchen natürlich noch A, eine gewisse Warteschlange und B. Was soll das? Mist. Ach, Kinders. Was ist denn hier los, Mensch? Ich guck mal, ob ich es umpositioniert kriege. Gehen die nicht so richtig, egal. Machen wir es einfach hier hin. So. Zack, zack, zack. Einfach, dass wir mehr Leute in diese Ecke gelockt kriegen, dann fahren natürlich auch mehr Leute mit der Achterbahn. Soweit die Theorie. Ich hoffe, sie stimmt. Bitte, bitte. Hallo? Weg? Hallo? Was vor? Hallo? Was soll denn das? So, geht doch. Keine Ahnung, warum es jetzt auf einmal kurzfristig nicht ging. Also kurzzeitig, besser gesagt. So, dann wollen wir nochmal gucken, ob wir Etty hier noch mit ein bisschen Dekoration aufgepeppt kriegen. Also da auch eine gescheite Wertung bei rausbekommen. Wo man merkt, das Ruckeln fängt schon deutlich an und ich habe auch wieder viel zu viele Leute im Park, deswegen, ihr wisst, was das heißt, Eintritt erhöhen. So, ich mache jetzt $100, mir reicht's. Viel zu viele Menschen hier. Aber wer weiß, vielleicht sind sie ja trotzdem gewillt, diesen Preis zu bezahlen und dann kriege ich natürlich A, sehr viel Geld und B, wäre das natürlich auch gut, weil dann natürlich erstmal jeder Besucher schon direkt $100 investiert. Was mich mehr als freuen würde. Haben wir noch was? Hier war doch noch. Genau. Ach komm, brauchen wir hier nochmal was Größeres für alle. Zack. Also, wie schaut's jetzt aus? Ah, 6,9. Ja! Nein, Moment. Ich habe mich verklickt. Immer noch 6,9. Verdammt! Menno! Da geht doch noch was. Komm. Mal einen modernen Brunnen hier hin. Zack. Oder zwei! Oder drei! Komm, kriegen wir dich noch hier hinten hin? So. Ja, 7,5. Booyah! Den haben wir leider immer noch nicht hochgekriegt. Schade. Den auch nicht. Aber wir haben jetzt immerhin schon eine zweite mit über 7. Das freut auch. Jetzt muss ich allerdings, ich hatte noch ein bisschen Bammel wegen der Einnahmen pro Besuchernummer. Ich glaube, ich muss echt noch mehr erhöhen, weil die Anzahl der Besucher wächst nämlich brutal. Ich mache jetzt mal ganz krass. Ich mache jetzt einfach mal 130. Und ich hoffe, dass alle Besucher, die nicht so viel Geld dabei haben, jetzt direkt den Park verlassen. Und alle, die das Geld dabei haben, einfach nur sagen, Yippie, mehr Geld zum Ausgeben. Bitte, bitte. So, Moment, wo war denn... Oh, Drachenfeuer, die sieht natürlich auch übelst nice aus. Und die will ich aber erstmal auch wieder so in Bodenhöhe erstmal haben. Ach, ich glaube, ich muss hier rumdrehen. Na komm. Oh, ich finde das doof, dass der immer zurückspringt. Das ist echt ein bisschen nervig mit der Zeit. Na, kriegen wir die... Zack. Für einen Moment sah das jetzt aus, als wenn die so schräg stehen würde. Das wäre, glaube ich, mehr als schlecht bei einer Achterbahn. Aber letzten Endes hat es ja doch gepasst. Von daher alles soweit so gut. Zack, da einmal ein Anschluss. Der Eingang darf natürlich logischerweise nicht fehlen. Ja, die Besucherzahlen bleiben stabil, das finde ich gut. Das heißt, es kommen immer ein paar neue rein und ein paar andere, die nicht zahlen wollen, die gehen wieder. Genau so soll es auch sein. Bestanden! Echt jetzt 1,7? Was ist das denn bitte?
Super intensiv, der Übelzeitsfaktor super hoch, aber auch extrem sicher. Diese Achterbahn ist scheiße. Oder was will mir das Spiel damit so drehen? Egal, wir machen sie trotzdem auf. Gucken mal, dass wir das Ganze mit ein bisschen Dekoration aufgepeppt kriegen. Und ja, fangen wir erstmal mit den üblichen Statuen an. Zack. Machen wir alle einmal durch. Ah, 2,2. Wow, Kassenschlager hier. Aber Leute, ob wir diesen Kassenschlager noch hochgepeppt kriegen und ob ich den hier wieder abreiße und was Neues dafür hinbaue, das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. War wie immer cool, dass ihr dabei wart. Und ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir beim nächsten Mal vielleicht wieder die Daumen drückt, dass ich doch ein paar Achterbahnen finde, die zu begeistern wissen. Und ob ich das schaffe, das seht ihr, wenn ihr einschaltet. Also, bis dann. Tschüss, Sikowski.